Ja, geil, dann kann's ja losgehen, ne? Ja, genau. Ich habe schon wieder vergessen, warum wir hier sind. Hallo und herzlich willkommen zu Tala Street. Moin Cloud! Hallo und herzlich Moin Meister Rabbit, moin Fuchs, moin Gala. Wieso habe ich Echo? Wieso habe ich Echo? Fucking Hitbox. Während Tala tut, was er tut, ja, wir spielen heute die Game Jam Spiele aus dem Monat Februar, das sind eine ganze Menge. Ich habe sie alle nicht gespielt, bis auf CSGs Spiel, deswegen wird alles für mich neu sein. Und für Tala ist recht. Ich hab gehört, wir fangen mit Clouds Spiel an. Ich dachte, du kennst dich aus. Das heißt, wir sind beide. Ich hab den Thread mit den Beschreibungen offen und ich weiß, was andere darüber so gesagt haben. Ich hoffe, das hilft. Das wird enorm helfen, ich bin mir sehr sicher. Und ich versuche jetzt mal mit dieser Tastatur zurechtzukommen. Weil normalerweise spiele ich mit einem Gamepad und das habe ich bei einem Kumpel vergessen. Jetzt liegt hier auf meinem Schoß eine Tastatur, mit der ich nie spiele und die mal Opfer eines Orangensaftattentats wurde. Wenn ich mal unkontrolliert nach rechts laufe, klemmt meine Rechtstaste wieder. So, dann machen wir mal. Wir fangen tatsächlich an mit dem Spiel von Cloud 888. Genau. Besiege das Runtime Package. Wenn man mal. Ich hab gehört, es geht um Alex. Ich mag Alex nicht. Meister Rabbit, wie es deinem Spiel geht, das werden wir dann sehen. Ich kann hier nicht an der Helligkeit rumstellen, also das könnte lustig werden. Jetzt mal, machen wir erstmal das, was uns dieses Spiel vorschlägt mit Let's Go. Es fängt super an. Es beginnt mit Alex. Das will man mehr. Ja, genau. Alex war auf Reisen und kommt jetzt wieder nach Hause und hat festgestellt, dass irgendein Zweit-Alex einfach seinen Platz eingenommen hat. Und natürlich muss er ihn bekämpfen. Wie sich das gehört. Oh nein. Aber ist ein Doppelgänger nicht genauso stark wie er? Kommt drauf an, wenn es nur ein Trittbrettfahrer ist. Wenn er mir anbietet, sein Sortiment zu erklären, dann muss das komplizierter sein als Holzschwert und Holzschwert Mark II. Gala, das kann gut sein, aber vielleicht kann Cloud das ja selber nochmal schreiben. Ich finde, es sieht wenn ich jetzt sage, es sieht für ein RTP-Spiel hübsch aus, dann klingt das fies, aber so sage ich es jetzt. Oh, wow, kann man sich super ausrüsten? Warte mal. Wieso sind Schafe als eigener Gegnertyp gezählt? Ich liebe es bereits. Panzer? Ach, bestimmt Rüstungspanzer, oder? Nicht Panzer. Ja doch, ein Panzer auf Ketten. Was? Irgendwelche Spinner haben es mir verkauft, sehr gut. Giffuchs, der Eierquetscher hilft gegen die Insassen, nicht gegen den Panzer selbst. Klingt irgendwie so, als gäbe es in dem Spiel eine Menge Gegnertypen. Jeder Gegner ist ein einzelner Gegnertyp. So, was kaufen wir denn Schönes? Warte mal, ich kann mir nur eine Waffe leisten. Oh nein. Na, hast du aufgepasst? Ich bin voll für den Eierquetsch übrigens. Ja, Streamchat, was sagt ihr denn Schönes? Sucht mal eine Waffe aus. Hackebeil. Der Ersteller sagt Hackebeil. Okay. Das kackst du ab.
Wir hören ausnahmsweise mal auf den Ersteller. Normalerweise tue ich immer genau das, was der Ersteller nicht will. Warte mal, ich habe ja schon eine Waffe. Statuswerte verändern sich ja nicht. Jetzt hast du nichts mehr. Obwohl, wahrscheinlich kannst du zwischen den Runden einkaufen gehen, oder? Ich vermute es fast. Hi, Steel! Dies, das, Ananas! Ich bin arm, warum wollt ihr mich alle noch ärmer machen? Ich glaube, Rabbit will, dass ich Steel beleidige. Warum tun wir jemals was anderes? Ich kann mich ein bisschen leiser machen, CSG. Nur ein kleines Stück. So. Schauen wir mal. Deine Mutter ist mein Stil. Yay. Ich bin nicht gelb. Ein Schleim, viel Erfolg. Okay. Warum auch immer der Teleport beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Oder ich habe Nein gedrückt. Ich bin klug. Ja, Sabi ist schwach. Warte. 15 Zuschauer? Super. Na, immerhin. So viele hatten wir lange nicht. Also, Thala kämpft gegen einen Schleim. Die Arena ist brechend voll. Naja, es gibt noch freie Plätze. So ist nicht. Alex, wieso kannst du nichts? Der Schleim sieht aus, als stände er mit dem nicht vorhandenen Rückgrat zu dir. Ja, er versucht wegzulaufen vor dem mächtigen Alex. Ja, das ging ja gerade nochmal gut. 75 Gold, was tun wir damit? Ja, ich würde mal sagen, du kaufst dir lustige Items. Ich meine, Waffe hast du ja schon. Böse Tastatur, hör auf zu klemmen. Eine neue Waffe hast du. Toasties. Was? Ein nach der Werbung die ganze Familie. Nee, Stil bleibt draußen. Ich weiß nicht, wie viel der Kram heilt. Stil, das ist ein ernster Stream. Also. Das ist kauf einfach beides. Probier es aus. So, mal zwei davon, eins davon. Werde ich eigentlich nach Kämpfen geheilt? Nein. CSG, todernst. Was, die gehen nicht im Cloud. Man wird ja wohl während eines Kampfes ein Toastbrot essen können. Also. Wie, Thala ist auf der Frontpage. Ja, auf Hitbox streamen so wenig Leute, dass sogar ich es auf die Frontpage schaffe. Shit. Okay, dann sollten wir uns besonders viel Mühe geben. Besonders viel Mühe. Das ist ja schon wieder ein Slime. Was ist? Schon wieder ein Schleim? Ja, das ging fix.
schnell passiert. Ich habe einfach schneller Enter gedrückt. Es ist Tag des Schleims. Wann ist denn nicht Tag des Schleims? Ändert sich das? Irgendwann? Guck leid! Nutella-Brot. Meine Güte, Thaler. Ernährt sich nur von Nutella-Brot. Geh mal ins Gasthaus. Gasthaus? Was ist das Gasthaus? Ein Haus mit einer Tür wahrscheinlich. Da, guck mal, da ist ein Haus mit einem Schild dran. Guck mal. Da. Da ist kein Bett. Also es ist kein Gasthaus. Hier kann ich Zauber kaufen. Die letzte Schlacht. Bitte nicht die der Elfen. Oh Gott, natürlich. Das ist die der Elfen. Die Elfen kämpfen mal wieder, das Forum lebt. Sehr gut. Hey, Rüstungen. Tag der Erkältung. Ja, siehst du, jetzt weißt du, worauf du dicken musst, sparen musst. Ja, ich wünschte nur, Slimes wären reicher. Du kannst erstmal ein paar Slimes töten, dann Geld farmen und dir eine Rüstung kaufen. Hey, ein Speicherpunkt. Die Kuh. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sehen heute sehr viele Kühe. Wer belästigt mich jetzt gerade? Das sind die Leute, die eigentlich im Stream sitzen. Sehr gut. Warum tun sie das? Ich weiß es nicht. Ich meine, üblicherweise tun sie das, wenn der Stream-Chat mal wieder stirbt. Was er irgendwie verdächtig oft tut. Nö, momentan läuft er sehr, sehr flüssig. Boah, auch noch ein paar Bratzen und ein paar Schleims. Es ändert sich wahrscheinlich noch. Hitbox stirbt einfach, wenn ich 20 Zuschauer habe. Hey, ein Goblin. Nee, oder auch nicht. Ja, du musst ihn nochmal anquatschen. Sie sagt dir erst, gegen wen du kämpfst. Also gegen wen du kämpfen würdest. Und damit du dich nochmal entscheiden kannst für ne, musst du sie nochmal anquatschen. Auch wenn das jetzt kein Goblin ist. Ach, ein Ork, ja. Auch der wird gehackebeilt. Ich meine, das macht keinen großen Unterschied im Moment. Wie theatralisch dieser Endsatz. Das Blut eines weiteren Lebewesens klebt an dir, ja. Hast du vor, das Spiel durchzuspielen? Oder die Spiele generell? Naja, ich habe noch bis circa 10:30 Zeit. Ja gut, so lange wollten wir nicht. Ja. Ich wohne jetzt hier nicht mehr in einem furchtbaren Studentenwohnheim und muss dementsprechend Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Was? Ja. Spuckball. Der Geist tut weh. Der Geist ist vor allem einschläfernd. Oh nein. Nee. Ja, einer, das kann sein, dass der Stream mal ab und zu hängt. Ja, ich habe vorhin 10 Frames verloren, also daran könnte es gelegen haben. In anderen Worten, eine Sechstelsekunde. In der Hinsicht, ich bedanke mich bei der Deutschen Telekom und ihre furchtbaren Internetverbindungen. Geheimnisvoller Händler, was? Danke Hitbox, dass du mir eine E-Mail schickst, dass ich online gegangen bin. Als ob ich das nicht wüsste. Hallo Thaler, du hast eine E-Mail erhalten. Der Typ, ja, red doch mal mit dem geheimnisvollen Händler.
der Typ mit der, das ist kein Afro, das ist eine Elvis-Tolle. Okay, ich töte mal diesen Grunzer und dann suche ich Afro-Mann. Der tolle Elvis, genau. Wie alle Monster nur 75 Gold bei sich haben, die Schweine. Die Schweine, du hast da was. So, genau, Elvis. Red mal mit dem Funky Student-Helden. Händler. Schleimax? Der Beschreibung nach ist es in Wirklichkeit Salz. Das ist cool. Ich mag Salz. Streusalz, quasi. Das kann man auch pur essen, aber es ist nicht zu empfehlen. Cloud empfiehlt, die Taschenlampe zu kaufen. Kann ich mir die überhaupt leisten? Die Taschenlampe wahrscheinlich schon, aber wie sieht's mit den Batterien aus? Fehlt mir noch ein bisschen Gold. Ja, jetzt hast du es dir verratzt. Stil? Das wird sich irgendwann rächen, dass du mal so gemein zu mir bist. Eines fiesen Tages. Oh nein, ich blute. Die Frage ist doch, wie viele Runden musst du kämpfen, damit du weiterkommst? Ich habe keine Ahnung, ich habe aber immer noch nicht genügend Geld für. Okay, bei mir im Flur wird gerade gestaubsaugt. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich höre es nicht. Sehr gut. Oh nein, ein weiterer Slime. Schön, du hast nur mein Rauschen, das ist schön. Gegen das lässt sich aber wohl kaum was machen. Er wird mit seinen großen Ohren verflucht, sagst du. Solange niemand meine Tastatur hört, finde ich alles in Ordnung. Also ich höre deine Tastatur. Verdammt. Oh nein, der Elvis-Mann ist weg. Ja, der wäre nur an dem einen Tag da gewesen. Oh. Jetzt kannst du dir einen Zauber kaufen. Oder gar nichts. Muss ich halt warten, bis er wieder da auftaucht. Oh, ein Boss, ein Ninja. Jo. Wie bereite ich mich mit einem Kampf gegen einen Ninja vor? Geh bloß einkaufen. Ich hab's vor. Was brauche ich denn gegen Ninjas? Ich glaube eine Rüstung. Die Beschreibungen sind auch sehr gut. Eine Rüstung. Moment, was? Einheitskommentare? Wo? Wo sind Einheitskommentare? Die werden gekauft.
Ich weiß es nicht, aber kauf erstmal was Anständiges. Niemals. Ich kauf einfach einen Eiszauber. Eis ist immer gut. Ach so, Stil, du bist doof. Ich hab gedacht, ich hätte was Wichtiges im Spiel verpasst, ja, und dann. Oh, Eiszauber werden die Facebook-Games. Okay. So, muss ich die jetzt benutzen, um das zu lernen? Ja. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ich glaube mit 10 Gold nicht. Nö, auf geht's. Probier deinen Eiszauber aus. Yay. Komm her, du Monster! Na? Ein Ninja ist kein Monster. Was? Das ist Alex? Ach nein, warte, der sitzt da oben. Ich hoffe, der Eiszauber kann den Feind auch einfrieren. Macht auf jeden Fall ganz schön Aua. So ein bisschen hänge ich hinterher, das ist super. Ja, ein paar Sekunden. Zum Glück sind wir nicht mehr bei Twitch, da würdest du eine Minute hinterherhängen. Ja, das stimmt schon. Warum der Ninja ein Zwerg ist. Ich wette, Cloud hat dafür eine richtig, richtig gute Erklärung. Wisst ihr, was ich vermisse? Erfahrungspunkte. Ohne Erfahrungspunkte macht das Leben doch keinen Sinn. Ich glaube, da bist du bei diesem Game Jam schlecht bedient. Das macht mich traurig. Zwerge sind die besseren Ninjas. Sehr gut. Ich bin ehrlich, ich glaube, mein Skype hat sich schon wieder irgendwo festgehängt. Dein Skype ist heute echt super, super, super nett. Ich verschieb einfach das Fenster, jetzt sehe ich aber den Chat nicht mehr, das ist schlecht. Warum habe ich mir eine Waffe gekauft? Der Eiszauber ist so viel besser. Hallo. Verbraucht er keine MP? Du hast doch nur 10 davon, oder nicht? Ne, 14. Ja, ich habe ein bisschen auf Mana, aber das verschmeiße ich nicht in einen Kampf. Mehr Leben ist, glaube ich, nie verkehrt. Nee. Aber dann nochmal 500 für ein Viertel der Lebenspunkte ist ein Witz. Wait. Ich habe nicht 20 Lebenspunkte bekommen, ich habe 70 bekommen. Cool. Ach, es gibt doch Erfahrungspunkte, gut zu wissen. So aufmerksam bist du. Und ich. Ich und alle. Die Level-Ups sind gut versteckt. 150 Gold, ja? Ach so, kriegst du nach dem Bossen aus Level. Na gut, von mir aus. Warte mal, wieso ist da ein Kuhbild? Habe ich gesagt, da hängt eine Kuh an der Wand und du hast nichts gesagt. Ja, nee, warum sollte ich dir auch zuhören? Dam, dam, dam. Du darfst gleich wieder allein kommentieren. Dann wird es wieder eine sehr stumme Kommentierung. Ja.
Kampf gegen einen Kuhmensch. Vielen Dank. Nein, Steel, du darfst immer noch nicht kommentieren. Da hat der Kiffuchs und Sven und Steel auf einmal als Kommentatoren. Das ist jedes Mal ein Genuss. Weißt du, letztens bin ich wieder über dieses Video gestolpert, wo 10 betrunkene, ausgewachsene Männer zusammen Slenderman spielen. Oh Gott. Das macht eine Menge Spaß. Hey, dein Rauschi-Rausch ist weg. Dein Rauschi-Rausch ist weg? Ja, super. Ja, zumindest ist es sehr leise. Ja, Gendrick, ne? Das ist voll super, das Video. Und das Lustige ist, die machen das halt immer noch. Ja, die spielen, haben jetzt auch Outlast gespielt und so Zeug. Das macht voll Spaß. Gibt's irgendwie so ein Video, wo sie mit Facecam spielen, um zu zeigen, wie sie alle zu 10 um den Computer herumstehen, wenn sie in dem Raum einfach keinen Platz zum Sitzen haben, ne? Und dann stehen da irgendwie 8 Leute stehen, 2 sitzen, einer vor dem PC und schreien sich gegenseitig an und haben Bier in der Hand. Ich habe den Händler doch noch erwischt. Was soll ich von dem kaufen?